und sobald unsere Stahlproduktion hier funktioniert und wir hier ein paar der gewünschten Artikel produzieren, setzen wir uns ins Auto, fahren rüber zur Quarzquelle und lassen uns den Hintern versohlen. Ich denke mal, das wird nicht so einfach werden, wie man sich das vorstellt. Also der Feuerspucker, der da war, sah auf jeden Fall größer aus als die Standard-Version. Ich glaube, wir müssen erstmal ein bisschen was wegbringen. Das ist unser Auto hier da oben an der Eisenquelle. Ja, also, was wollte ich gerade sagen? Hypertubes, genau. Oh ja, Hypertubes müssen wir unbedingt machen. So, ja, wir sind voll bis oben hin mit Kram, full of it. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt das große Problem ist. Ja, also das hier muss auf jeden Fall mal weg. andere Taste. Ja, ich habe es heute irgendwie nicht so mit den Tasten. Ja, wir müssen gleich nochmal, glaube ich, rüberfahren zur Zentrale und mal ein bisschen Biomasse wegbringen, weil das ist das, was uns hier gerade Probleme bereitet. Neben dem Beton, den wir gerade kriegen durch das Abbauen der Förderbänder. Aber ich habe gedacht, wir würden... Guck mal da oben, da ist es schon. Da ist unser Förderband. Goilo. Und da drüben ist unsere Schmelze. Ich freue mich schon richtig drauf, wenn die ersten Stahlbarren da rausrollen. Und wir mit Stolz die ersten Stahlbestandteile herstellen. Hui. Machen wir mal den nächsten. Erstmal hier. Ne? Alles nehmen. Ja, ist eigentlich nur Beton, was man hier kriegt. Alles nehmen. So. Wir müssten mal den nächsten. Die aufstellen, weil sonst wird das zu steil. Ja. Lange nicht mehr gehabt, die Meldung, Förderband zu steil. Ich kann aber auch gut drauf verzichten. Ja, dann wrecken mal den ganzen Kram hier weg und ja, also wie gesagt, ich bin selber mein schlimmster Backseat-Gamer. Also ich sehe ja auch solche Sachen wie zum Beispiel, ey Alter, macht doch überhaupt gar keinen Sinn mit der Rampe da. Warum hast du deine Zeit damit vertan? Ja, ich weiß. Und niemand meckert da mehr mit mir als ich mit mir selbst. Das kriegst du gar nicht hin, wie ich mit mir selber meckern kann. Versprochen. So, also. Sorry, Zeitverschwendung gewesen, aber wir hatten hier Spaß mit dem Auto rumzueiern und ja gut, wären wir vielleicht einmal irgendwie darunter gestürzt, dann wäre das vielleicht noch besser gewesen. Ne? Dann hätten wir richtig lachen können. Aber na gut. Aber ist übrigens auch nicht so schlimm. Das Auto fliegt dann da rein und schmeißt einen ab. Ja, das Auto, das kann man dann auch nicht mehr da rausholen. Man kann es nur noch abbauen, nämlich mit diesem Ding hier, mit der Fuck-Up-Taste. Ne? Und zwar auf unglaubliche Entfernung. Ich habe diese Erfahrung bereits gemacht. So, Wände auch noch. Ja, dann brauchen wir auch diesen ganzen Fundament. Schnunsens hier nicht. So. Da packen wir dann ganz einfache Fundamente drunter. Das wird hier alles schön planiert, wie gewohnt. Da kümmern wir uns irgendwann mal anders drum. Das ist jetzt nicht die Aufgabe. Unsere Aufgabe ist jetzt Stahl produzieren. Jawohl. Oh, guck mal, da sind Nüsse, da sind Beeren. Wir haben es gut hier. Oh, mir tut es ja auch leid um den Dschungel. Also der wird eine Zigarre brauchen, wenn ich mit ihm fertig bin. Und das gefällt mir ganz und gar nicht, denn eigentlich ist das schön hier, aber es ist gleichzeitig auch eine
eine gute Ecke mit Ressourcen und allem drum und dran. Und ich sehe es nicht ein, dass ich hier nur, weil es hier schön ist. Oh, zweimal Paleobeere. Schön. Super. Dass ich da nur, weil es hier schön ist, dann die Ressourcen hier irgendwie hängen lassen muss. So, dann wollen wir mal. Cool. Stapelbarer Fördermast. Wo stellen wir den nächsten hin? Ich würde sagen, hier unten auf die. Das müsste eigentlich gehen. Jetzt müsste ich gleich mal gucken, wo ist eigentlich der Eingang? Der ist da unten. Ah ja, 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 das ist schon gut so. So, vielleicht noch mal ein bisschen drehen. Ach, jetzt ist diese ekelhafte fette Fliege wieder hier. Ich habe hier so eine fette Hausfliege. Und die hat irgendwie einen an der Waffel. Also, die ist mir vorhin die ganze Zeit gegen den Kopf geflogen und so. Und also wirklich, so, die ist hier Amok geflogen, kann man sagen. Ja. Ah, das erinnert mich daran, als ich die Wespe hier. War das eigentlich? Habe ich das hier in Satisfactory erzählt, wo ich die Wespe unterm Arm aus Versehen zerquetscht habe? Ja, ich muss mal gucken, wie wir das da unten nochmal gebaut haben. Das ist ja eine Weile her. Alles rot. Ja, das müssten wir irgendwie hier unten drunter kriegen, drunter durch oder oben drüber kriegen. Und dann müssten wir die Kohle hier irgendwie aufteilen mit einem Splitter. Entschuldigung. Ja, ich habe, war das vorgestern oder gestern, ich habe keine Ahnung mehr, als ich mein Album fertig hatte, gefeiert. Mit Freunden hier, unter anderem mit dem Stefan, von dem ich hier vielleicht auch schon mal erzählt habe und nicht nur bei Facebook, bei Minecraft. Ja, guter Freund und eigentlich wollte ich ja mit einer Zuschauerin, die ich bisher nur online kenne, die aber hier in Hamburg wohnt, wieder mal so ein Fall. Wollte ich ja alleine die Veröffentlichungsparty sozusagen meines Albums feiern. Aber sie hat dann meine SMS nicht gekriegt aus unerfindlichen Gründen. Und als ich dann so offiziell erklärt habe, Album ist fertig, weißt du, wenn du sowas bringst, dann ist es nicht lange hin, dass sich irgendeiner findet, der sagt, hey, wollen wir feiern? Und ja. Da ich sowieso hier so ein Anlaufpunkt für Party-People bin, ist es dann halt passiert, ne? Und dann standen hier drei Leute vor der Tür, also wohlgemerkt gute alte Freunde. Und die Party war am Gehen und ja, es wurden zwei Flaschen Single Malt Whisky gekillt. Und ich habe am nächsten Tag so ein... Kennt einer von euch den Film hier? Looping in Las Vegas? Ja, so ungefähr das Feeling hatte ich. Überall war Fledermausland. So, ich weiß noch nicht, wie soll ich das am besten machen? Also, hier würde ich gerne einen Pfahl jetzt drauf dotzen. Und ich weiß nicht... mach das doch mal weg. Ich weiß nicht, ob wir dann hier was angebunden kriegen. Stapelbarer Fördermast. It's a must, der stapelbare Fördermast. Ja, warum hast du das nicht gleich das Förderband gemacht? Keine Ahnung. So, geht das hier ran? Ich fasse es nicht. Jo. Da kommt unser Eisen. Ja, das so bleiben kann, I don't Knopf. Warum funktioniert der Generator nicht, weil er keinen Abnehmer hat, ne? Ja, das können wir ja ändern. Warte mal. Ah, und schon fängt er an.
So, die Schmelze ist sozusagen online. Da wird schon ordentlich schwarzer Rauch gebaut. Ich frage mich jetzt eigentlich, wie mache ich das am besten? Denn man kann keine Splitter auf Stützen bauen. Ich fuck hier nochmal die Leitung ab. So, und dann setze ich einen Splitter hier hin. Kann man das? Kann ich das? Kann er das? Also das ist jetzt hier alles nicht endgültig, ne? Wie alles Mögliche ist das nichts Endgültiges. So, vor Loch nach hinten, wie ich immer sage. Und möglichst auf die Mitte von dem Teil. Ist die Frage, ob wir das Förderband von da oben da runter kriegen. Na, ich nehme mal an, nicht. Na, Förderband zu steil. Ja. Habe ich mir schon so gedacht, dann eben, ne? Aber von da hinten könnte man es mit Sicherheit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt hier MK1 oder MK2 waren. Ich glaube, es sind MK1 erstmal gewesen. Förderband ist zu lang. Na prima. Ja, nur so hoch. Und dann da rein. So. Frage ist jetzt, wie kriege ich das da rein? Einfach so, ne? Und hänge ich dann einfach hier mal dran. Und dann den MK2. Ja, ich mache das jetzt erstmal provisorisch hier. Wir werden hier mit Sicherheit irgendwann noch mal intelligentere Wege finden, das Ganze hinzubekommen. Auch wenn es mir keiner glaubt. So, und somit dürfte jetzt eigentlich die Produktion von Stahlbarren an den Start gehen. Lass mich schauen. Konfigurieren, Stahlbarren. Drei Stahlbarren, Teile pro Minute. Oh, guck mal, es wird produziert. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir der Einfachheit halber mal folgendes. Wir machen hier ein Silo erstmal hin, ein Lagersilo für die Stahlbarren. Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt brauchen. Wenn wir es nicht brauchen, dann bauen wir es hinterher halt wieder ab, aber ist dann ja auch egal. Kuh. Organisation. Ein Lager-Container. Lager. Ach du meine Güte, jetzt geht das wieder los. Na, ihr kennt das ja noch gar nicht. Das ist ja, sowas mache ich öfter mal in Minecraft. Lager. Jacques Brel. La Mer. Das war falsch. Warum hat er das nicht richtig rumgemacht? Das habe ich schon letztes Mal gefragt. Nicht wahr, ne? Warum sollte das nicht wahr sein? Ja. Guck, jetzt macht das wieder in der Abwechslung, in der abwechselnden Fashion. So. Logistik. Förderlift. Nehmen wir einen MK2, ne? Ja, würde ich sagen. Geht das? Ja.
Ja, das müsste doch gehen. So, und dann das gleiche hier nochmal. Ja. Und ran. Und ich glaube mal kaum. Na, was denn? Ich nehme mal ein MK2. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen werden, aber. Ach, guck mal. Ich sag, ich glaube mal kaum, aber es funktioniert. Da! Da kommen Stahlbahnen en masse. Alter Schwede, ist das viel! So, wie sieht's denn mit der Kohle aus? Ja. Also, es wird wenig verbraucht. Ja, auch Eisen eigentlich wenig. Wir könnten hier vielleicht noch eine Schmelze daneben stellen. Wie sieht's denn schon aus? Ist denn hier unten schon was angekommen? Hoho, ja, tatsächlich. Ja, das ist interessant. Jetzt fragt sich doch tatsächlich, warte mal, war das X? Teile. Ich will mal sehen. Die Schichtung, Stahlträger. Stahlträger und Stahlrohr und vielseitiger Rahmen. Ja, wir müssten vielleicht auch ein paar von den Stahlbarren rüber in die Heimat fahren. Na, da müssen wir wieder ein Förderband legen. Aber weißt du was, dann machen wir da oben so eine Förderbandstraße hin und zurück und hin und zurück, hin und zurück und hin und zurück. Ich guck nochmal. Nö, also als erstes müssten wir mal bauen Stahlträger und Stahlrohr. Stahlträger, Stahlrohr. Und den vielseitigen Rahmen, da werden wir dann mal sehen, wie wir das irgendwie auf die Kette kriegen, weil das ist sowohl als auch. Also das ist alte Welt und neue Welt, falls du verstehst, was ich meine. Natürlich tust du das. Okay, wie viel sind denn hier schon? Alter Schwede, da ist ja so viel. Also ich möchte hier nicht den ganzen See zubauen. Also die Küste macht mir mal überhaupt nichts aus, aber den See möchte ich eigentlich nicht zubauen. Wie ist es eigentlich? Brauche ich einen Konstruktor eigentlich für dieses Ding, für diese Sachen? Ich müsste gleich mal eine Pause machen, Freunde. Ich glaube, es ist ein Konstruktor. So. Jetzt muss man schauen. Konstruktor. Konfigurieren. Ah, der kann Stahlträger und Stahlrohre herstellen. Na geil. Weißt du was? Dann machen wir Folgendes. Ich hoffe, das geht. Ein Förderbandsplitter. Förderbandsplitter. Ich bin echt froh, dass es da keine MKs gibt. Ja, wollen wir mal sehen, ob das funktionieren wird. Also das funktioniert schon mal. Da rauscht das Zeug nur so rein. Ja, das hat mal nicht funktioniert. Und das kriegen wir hier auch nicht näher herangesetzt, ne? Also muss das wieder weg. Kriegen wir den da irgendwie vielleicht anders hin? Produktion, Konstruktor. Ja, da müssten wir noch. Da müssen wir noch Dinge dranhauen. Geht das? Scheint ein bisschen weiter weg zu sein, ne? Ich meine ja nur. Ja. Das wirkt mal.
Und da hauen wir einfach mal Stahlträger raus. Ja, der hat keinen Strom, das ist natürlich ärgerlich, aber das soll kein Problem sein. Da setzen wir einfach hier einen Strommast hin. Und von dem, legen wir hier Strom hin. So, und schon wird da fleißig produziert. Wir machen das hier erstmal Piraten-Style, also ganz wild. Ach, guck mal, wie das da reinrauscht. Geil. Weiter geht's. Also ich finde, das läuft heute ganz gut. Ich muss gleich wirklich mal eine kleine Pause machen. Aus Gründen. So. Ja. Ich würde ihn möglichst gleich so daneben setzen. Und dann, wenn ich hier einen Splitter hinbaue, so auf die gleiche Höhe, wenn das jetzt funktioniert, dann bin ich glücklich. Super. Strom. Wow. Also heute ist die Effizienz mit mir. Ach so, der ist nicht konfiguriert. So, das mache ich noch kurz und dann mache ich eine Pause. Ja. Aus Gründen. Dann wird der mal konfiguriert auf Stahlrohre. Jo, ich bin gleich wieder da. Bis gleich.